Hallo ihr Lieben und wieder mal herzlich willkommen bei Elins Chaoskessel. Heute möchte ich mit euch auch mal was ohne den Thermomix machen, aber ich finde die Idee so toll. Und zwar ist das Rezept von der Elke Massot, also vom Online-Versand Hobbykoch. Und die hatte so ein tolles Rezept gepostet. Ich habe geschrieben, liebe Elke, darf ich das Rezept nachmachen? Das ist aber ohne Wenn und Aber. Klar, Elin, dafür stellt man doch Rezepte ins Internet, damit andere die nachmachen können, dürfen und wie auch immer. So, ihr Lieben, ich habe hier eine Blätterteigplatte genommen. Die habe ich in 6 Teile geteilt. Da kommt jetzt überall so ein Stück Banane mit drauf. Seht ihr das? So. So, so. Jetzt habe ich vergessen, einen Löffel. Und einfach Nutella mit drauf. Boah, das ist ja sowieso schon immer so was, wo man denkt, oh. Jetzt das Tolle ist, eigentlich wollten wir heute nichts essen. Kennt ihr das? Und dann sitzt man da und auf einmal kommen die tollsten Gelüste. Und da ist mir wieder das Rezept in der Hand gefallen von der Elke. So. Und wenn wir das dann haben, dann wird das schön umgeklappt. Und mit Eigelb bestreichen wir das Ganze dann. So. So. Na, ja. So, ich habe schon den Backofen vorgeheizt auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Jetzt hoffe ich, dass ich das nicht zu dumm gemacht habe, wie das ja eigentlich es geht. So, das klappen wir jetzt so zusammen. Da habe ich gerade noch eine Idee. Da gehe ich dann mit der Gabel, seht ihr das, so rum, dass das auch schön zusammen bleibt. Ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht so dumm seid wie ich und hier ein Loch rein macht, dass das schön zu ist. Und dann kommt da noch mit Eigelb drüber und dann kommt es auf dem Backblech. Und wenn ich das habe, kommt das Ganze dann in den Backofen, wie gesagt, bei 200 Grad Ober-Unterhitze, bis die goldbraun gebacken sind. Ja, wenn ich fertig bin, hole ich euch dazu. Bis gleich. So, ich habe schon natürlich schon ein bisschen vorgearbeitet, dass ihr jetzt nicht sehen müsst, wie ich das ganze Gebäck praktisch einpinsel. Ich traue mir gar nicht zu sagen, aber es ist unser Abendessen. Ist alles gut für die Figur, ne? So, das habe ich jetzt schön mit einem Eigelb eingepinselt. Jetzt kommt das Ganze dann im Backofen. Ich würde mal sagen, ich guck, wie lange ich die da drin hatte. Und dann schreibe ich euch das dazu. Da steht jetzt leider nichts bei, aber ich denke, ihr vertraut mir. Ihr Lieben, und wenn die fertig sind, holen wir uns dazu. Bis gleich. So sehen sie jetzt aus. Ich lasse sie jetzt noch ein bisschen abkühlen und dann noch ein bisschen Puderzucker drüber und dann sieht das Ganze schon viel leckerer aus. Geschmackstest kann ich leider nicht machen. Ich werde mir so die Gosch verbrennen, was vielleicht aber manchmal auch ganz gut wäre. Aber ihr wisst, Fotos gibt es wie immer im Anschluss. Ich werde euch auch per Text sagen, wie es geschmeckt hat, aber die ganze Küche duftet lecker. Danke, liebe Elke, für das tolle Rezept. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ihr macht das mal nach. Ich finde das super schnell, super einfach. Selbst mit Kindern ist das ruckzuck gemacht. Ja, abonniert meinen Kanal kostenlos. Lasst mir einen Daumen hoch da. Schreibt mal, was ihr noch so reintut. Ich habe das zum Beispiel mal gelesen mit Ferrero Küsschen kann man die füllen oder mit Toffifee. Ja, was tut ihr denn so rein? Ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Abonniert meinen Kanal kostenlos und bis dahin, ciao, eure Ellen.